seien Sie auch im Namen der Angehörigen der Forschungsstelle Key Concepts in Interreligious Discourses, ganz besonders im Namen meines Kollegen Christoph Böttekheimer von der Universität Eichstätt, zu Beginn unserer Podiumsdiskussion Sexualität, Tabuisierung, Persönlichkeitsentwicklung aus interreligiöser Sicht willkommen geheißen. Die Veranstaltung wird von der Forschungsstelle Key Concepts in Interreligious Discourses organisiert, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eingerichtet ist. Die Forschungsstelle betreibt Grundlagenforschung, indem sie Tagungen zur Untersuchung von Schlüsselbegriffen im Judentum, Christentum und Islam abhält, um Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den drei Religionen herauszuarbeiten. Die Ergebnisse der Tagungen werden in Büchern und auf der Webseite der Forschungsstelle kcid.fau sowie auf YouTube und Twitter veröffentlicht. Jedem Begriff ist ein Band gewidmet. Die Webseite ist dreisprachig, Deutsch, Englisch und Arabisch. Unser Ziel ist es, zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beizutragen, indem wir theologisch fundiertes Wissen übertragende Konzepte im Judentum, Christentum und Islam erarbeiten und verbreiten. Denn der Mensch ist Feind dessen, was er oder sie nicht kennt. Dies ist unser Motto. Daher sehen wir uns in unseren Bemühungen verpflichtet, religiöses Wissen nicht nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft zu verhandeln, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem Sinne ist eine solche Podiumsdiskussion wie heute ein wichtiger Bestandteil der Tagungen. Wir sind froh über die Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung, die uns ermöglicht, solche Podiumsdiskussionen hier in Kreuz und Quer im Herzen der Stadt Erlangen zu veranstalten. Unsere gegenwärtige Tagung, unsere gegenwärtige Tagung ist den beiden Konzepten Person und Sexualität aus jüdischer, christlicher und islamischer Perspektive gewidmet. Dementsprechend steht die Sexualität im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung. Bekanntlich verbinden die drei Religionen, mit denen wir uns beschäftigen, die Sexualität mit dem sogenannten Sündenfall der ersten Menschen. Dies führte über kurz oder lang dazu, Sexualität nur im Rahmen einer religiös legitimierten Ehe zu erlauben und das vorwiegend oder gar ausschließlich zum Zweck der Fortpflanzung. Dies, obwohl die Entdeckung der eigenen Sexualität im Buch Genesis eigentlich zum Selbstbewusstwerden von Adam und Eva gehört, also eine Phase der Persönlichkeitsentwicklung bildet. Die Sexualität wird daher zwischen den beiden Polen von Tabuisierung und Persönlichkeitsentwicklung betrachtet. Wie wäre die Sexualität heutzutage aus jüdischer, christlicher und islamischer Sicht differenzierter zu bewerten? Welche Stellung hat die Sexualität im Menschenbild, wie es in den drei Religionen verhandelt wird? Zumindest zwischen dem christlichen und islamischen Verständnis der Sexualität scheint
ein unüberbrückbarer Gegensatz zu klaffen. Der Islam kennt kein Zölibat, sondern im Gegenteil bejaht er die Ehe als wichtige Komponente eines erfüllten Lebens. Und während im Evangelium ein sexfreies, keusches Paradies verkündet wird, zeichnen sich koranische Paradiesbeschreibungen durch sinnliche sexuelle Züge aus, die allerdings offensichtlich ziemlich explizit den Männern versprochen werden. Kein Problem. Wie sieht das Paradies aus jüdischer Sicht diesbezüglich aus? Welche Rolle nimmt die Sexualität in der Persönlichkeitsbildung aus religiös-pädagogischer Sicht ein? Diese und weitere Fragen werden wir in dieser Runde erörtern. Wir beginnen mit Impulsreferaten der Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium zum Thema. Jedes Referat darf nicht länger als 10 Minuten dauern. Im Anschluss wird wohl die eine oder andere Frage auf dem Podium vertiefend diskutiert, bevor Sie alle, meine Damen und Herren, Ihre Fragen und Bemerkungen vorbringen können. Ich darf zunächst die Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium ganz kurz vorstellen. Nur die akademische Identität. Sie sehen, es sind 2 Kollegen aus Bamberg und 2 Kollegen aus Erlangen im Namen guter, produktiver Nachbarschaft. Frau Professor Susanne Talabadon ist Inhaberin des Lehrstuhls für Judaistik in Bamberg. Professor Dr. Patrick Franke ist Lehrstuhlinhaber für Islamwissenschaft auch in Bamberg. Professor Reza Hajatpur ist Lehrstuhlinhaber für islamisch-religiöse Studien mit systematischem Schwerpunkt. Und Professor Dr. Manfred Pirner ist Lehrstuhlinhaber für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts und Direktor der Forschungsstelle für öffentliche Religionspädagogik. Mein Name ist George Tamer, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für orientalische Philologie und Islamwissenschaft an der hiesigen Universität. Also, Ladies first. Wie sieht es im Judentum dann aus mit Sexualität? Keusch sind die Juden doch nicht. Nee. Sind wir nicht. Ich fange mal mit dem Bekannten an und gehe dann so ein bisschen zum wahrscheinlich Unbekannten. Die wichtigsten Reservoirs an Texten kennen Sie alle. Das ist der Anfang der Bibel, also die Schöpfungsgeschichte, der anthropologische Mythos von Adam und Eva, der kein Sündenfall ist im jüdischen Verständnis. Interessant ist, dass schon im allerersten Text, wo vom Menschen die Rede ist vom Menschen als männlich und weiblich. Nur zum Gedächtnis, also werde ich das Stück mal kurz rezitieren. Da heißt es, und es sprach Gott, lasst uns einen Adam, also einen Menschen, machen in unserem Schattenriss, entsprechend unserer Ähnlichkeit, und er soll niedertreten, Meeresfisch und Himmelsgeflügel und das Großgetier und über das ganze Land und über alles Gewimmel herrschen, das auf dem Land wimmelt. Und es schuf Gott den Menschen in seinem Schattenriss. Im Schattenriss Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Das ist eine hochinteressante Formulierung. Ja? Also im Schattenriss Elohims Gottes schuf er ihn, den Menschen, männlich und weiblich schuf er sie. Und aus diesem Wechsel vom Singular in den Plural leitet die jüdische Tradition ab, dass der Mensch nur als Mann und Frau vollständig ist. Ich werde das nachher noch mal in eine kleine Legende kleiden, wenn so viel Zeit sein sollte. Denn die nächsten beiden Kapitel, die von Adam und Chava handeln, verhandeln die Bestimmung des Menschen. Also es ist ein anthropologischer Mythos. Und diese Kapitel besagen, dass der Mensch eine dreifache Bestimmung hat. Erstens muss er arbeiten. Er ist ein arbeitendes Wesen. Ja, dem Ewigen sei es geklagt, aber so ist es.
Zweitens ist er ein soziales Wesen, er kann nicht allein sein. Und drittens ist er tatsächlich essentiell ein sexuelles Wesen. Das kommt nicht so sehr bei Adam und Eva vor, aber vorher. Denn das erste, das numerisch erste Gebot der Bibel, das numerisch erste Gebot der Bibel heißt: Wachset und mehret euch. Und das wird als numerisch erstes Gebot sehr ernst genommen in der jüdischen Theologie, in der jüdischen Tradition. Es gibt nämlich eine Pflicht zur Ehe. Also es gibt keine Möglichkeit, zölibatär zu leben. Es gibt keine Möglichkeit, als Single zu leben. Man erfüllt seine Bestimmung als Mensch nur dann, wenn man tatsächlich sich fortpflanzt. Und jetzt wird natürlich, das ist wieder typisch für unsere Tradition, darüber diskutiert, was heißt denn das? Ja? Wie viel muss man sich fortpflanzen? Und das wird dann im Talmud diskutiert in aller Ausführlichkeit, also was ist sozusagen die Mindestfortpflanzungsrate? Und der Talmud kommt zu dem Ergebnis, also ein Junge und ein Mädchen ist das Minimum. Also das sollte man hinkriegen. Allerdings wird dann also konzidiert, wenn das also immer nach 7 Mädchen oder 7 Jungen immer noch nicht funkt, dann hat man es versucht. Ja, das ist dann auch okay. Also vor diesem Erfüllen des Fortpflanzungsgebots ist keine Sexualaskese möglich. Und auch dann nur, also danach nur im gegenseitigen Einverständnis. Also wenn der Mann die Idee hat, ich möchte jetzt nicht mehr, dann muss er die Frau fragen. Und wenn die Frau sagt, ja, tut mir leid, ich bin nicht deiner Meinung, dann hat der Mann Pech gehabt. Ja, dann muss das weitergehen. Und zwar hat jede jüdische Frau das Recht auf eine sexuelle Mindestversorgung, nicht umgekehrt. Also die Frau hat, mit zwei Orna nennt man das, ja, das Recht auf eine sexuelle Mindestversorgung einmal in der Woche, der Mann nicht. Ja. Ausnahme ist natürlich die Zeit der Menstruation, da findet nichts statt. Das ist so. Ein schönes Zitat aus dem Talmud, das ist Yevamot 64b, da heißt es, Rabbi Ashi sagte, der Messias, Sohn des David, wird nicht kommen, bevor alle Seelen in einen Körper eingeleibt sind. Das heißt, es gibt also im Himmel ein Reservoir von Seelen und dieses Reservoir muss tatsächlich die Chance haben, ihr Leben zu realisieren in einem Körper. Und das bedeutet Fortpflanzung. Ja? Wenn man sich da nicht anstrengt, dann kommt der Messias nicht. Ja, also das ist von gewisser Nötigkeit. Also er wird nicht kommen, bis alle Seelen das in den Körper eingeleibt worden sind. Es wird gelehrt, dass Rabbi Eliezer zu sagen pflegte, jeder, der sich nicht am Gebot der Fortpflanzung beteiligt, wird festgestellt, als hätte er Blut vergossen. Als hätte er Blut vergossen, wie es heißt, jeder, der das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll vergossen werden, denn das Angesicht Gottes hat er vermindert. Ja, also hier wird das Gebot der Fortpflanzung mit der obersten Direktive der jüdischen Ethik gleichgesetzt, nämlich dem Schutz des Lebens. Also kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Aber jetzt haben wir gleich ein ganz fettes Problem, weil das höchste Ideal im Judentum ist das der Gelehrsamkeit, der Tora-Gelehrsamkeit. Und das kollidiert natürlich manchmal heftig mit der Familienpolitik. Ja? Wenn man also einen Stall voll Kindern hat, wann soll man Tora lernen? Ja, vor allem, wie soll man das finanzieren? Zumal man ja seine Gelehrsamkeit, wie der Talmud sagt, nicht zum Spaten machen darf. Das heißt, man muss also seinen Beruf ausüben. Dann ist man als Mann auch noch für die Kindererziehung zuständig, nach jüdischer Tradition, nicht die Frau. Und dann soll man auch noch 24 Stunden Tora lernen, das wird ziemlich schwierig möglich sein. Ja, und da haben wir das klassische Dilemma. Und es gibt also einen ganz, ganz berühmten Gelehrten, der heißt Ben Asai, der hat einfach nicht geheiratet. Geht gar nicht. Ja. Und die Leute, also seine Kollegen haben ihn gefragt, ja sag mal, was machst du denn da? Du bist also, wirst also wie jemand betrachtet, der ein Mörder ist. Ja, der das Angesicht Gottes vermindert hat. Und da sagt er, ja, was soll ich machen? Meine Seele dürstet nach der Tora, müssen eben andere die Welt retten. Steht im Talmud genau nach dem Zitat, was ich eben gebracht habe. Ja? Hier sehen Sie also die Spannung und die Spannung wird aufrechterhalten. Also theoretisch muss jeder ran, aber wenn jemand jetzt die Tora zu seiner Braut macht, ja, was soll man machen? Da müssen andere die Welt retten.
im Prinzip, und jetzt gehen wir wieder aufs Gebiet des jüdischen Rechts, muss also Sexualität oder darf Sexualität nicht unterdrückt werden, sollte aber kanalisiert werden. Ja? Also man sollte auch nicht kanickeln, sondern das soll also in ordentlichen sozialen Basis, in sozialen Basen, Bahnen verlaufen. Und das bedeutet in der Tradition natürlich kein Inzest. Das ist also in der Bibel schon relativ stark verboten. Keine homosexuellen Beziehungen, das sagt die jüdische Tradition auch glasklar. Und auch keine Sodomie, also nichts mit Tieren. Das sind die drei Geschichten, die also immer wieder betont werden in der Tradition als soziale Parameter. Und was interessant ist, ist ein Aspekt, der in der heutigen Diskussion natürlich auch sehr wichtig ist, das ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und da haben wir das spannende Phänomen, dass bereits im Talmud postuliert wird, dass eine gelingende Beziehung zwischen Mann und Frau die Gleichheit voraussetzt. Und die Tradition kommt dann ins Grübeln, weil sie so guckt, was also wirklich Realität ist. Und Realität ist natürlich die Dominanz des Mannes. Und wie kann man das jetzt überwinden? Folglich postuliert der Talmud eine Frau, und das sagte also eigentlich schon die Mischna im 2. Jahrhundert, eine Frau darf nicht zur Ehe gezwungen werden. Und sie darf auch nicht zur Scheidung gezwungen werden. Nun ist es aber das die gesellschaftliche Realität, dass es passiert. Ja, was sagt der Talmud, wie soll man damit umgehen? Ja, er sagt, man kann das natürlich also sozusagen post factum rechtfertigen, also wenn es passiert ist, aber man soll sich darüber klar sein, dass die Gesellschaft dann schuldig wird an einer scheiternden Familie. Das ist spannend, dass das also so früh gesehen wird, rechtlich also umgesetzt wird diese Gleichheit erst also im Mittelalter und später. Also erst im Mittelalter zum Beispiel haben wir die Maßgabe, dass eheliche Untreue beim Mann genauso scharf sanktioniert wird wie bei der Frau. In der Bibel, wenn man da schaut, da wird die eheliche Untreue bei der Frau sanktioniert, beim Mann nicht. Im Mittelalter sehen wir dann also da eine gewisse Gleichheit. Und wir sehen im Mittelalter beim großen Maimonides auch die rechtliche Festlegung, dass Männer sich keine Konkubinen leisten dürfen. Das ist also auch relativ früh und relativ klar, wobei Maimonides da eine Minderheitenmeinung vertritt. Also es gibt dann durchaus auch jüdische Gelehrte, die der Meinung sind, also Konkubinage, das geht schon. Ja, im Mittelalter um 1000 herum gibt es dann auch einen Bann gegen die Polygynie, also gegen das mehrere Frauen haben, was eigentlich in der jüdischen Tradition seit der Spätantike nicht praktiziert wurde. Also schon in der Spätantike war eigentlich die Ein-Ehe, also die monogame Ehe, das Normale. Es gab so gut wie nicht, dass es also mehrere Frauen in einer Familie gab. Aber erst im Jahr 1000 wird das also sozusagen gegen die Tradition festgelegt, dass das nicht anders sein darf. Also das ist so ein bisschen die rechtliche Situation. Die Ehe ist in der jüdischen Tradition kein Sakrament, sowas haben wir nicht, ist auch nicht irgendwie sakrosankt, kann ja geschieden werden, ist eigentlich eine bürgerliche Geschichte, aber sie ist insofern wichtig, als dass die Beziehung zwischen Gott und Israel immer wieder im Bild der Ehe gezeichnet wird. Ne, beim Propheten Hosea, wenn Sie sich in der Bibel auskennen, auch beim Prophet Jesaja kommt das durchaus vor, aber es ist eher umgekehrt. Also, dass die Ehe sozusagen zuerst da war, das Bild war zuerst da und wird dann auf Gott übertragen und nicht umgekehrt. Also, die Ehe ist nicht sakrosankt. Das so in aller Kürze zu Frage der Sexualität, zu Persönlichkeit. Könnte ich noch was sagen? Können wir auch später machen. Können wir auch später machen. So, Patrick, wie sieht es dann im Islam aus? In mancher Hinsicht hat man es im Islam leichter, in mancher Hinsicht aber nicht, als man es im Judentum hat. Ja, der Islam ist natürlich entstanden in einer Situation, wo Christentum und Judentum schon existierten. Und er hat ein neues System entwickelt, was sich versucht hat, auch abzusetzen von den beiden bestehenden Systemen. Das zeigt sich ja in vielfacher Hinsicht, auch in der islamischen Tradition, wenn bestimmte Sachen begründet werden, dass gesagt wird, ja, die Juden machen es so und die Christen machen es so und wir müssen uns gewissermaßen absetzen und einen eigenen Ritus
aufbauen. So hat man es zum Beispiel auch mit dem Freitagsgebet gemacht. Also, dass der Freitag geheiligt wird, wird unter anderem damit erklärt, dass man sich absetzen möchte. Und es gab sicherlich auch im islamischen Bereich, also im Islam, im Bereich der Sexualität, Tendenzen, sich abzusetzen vom Christentum und vom Judentum. Und hinsichtlich des Christentums ist das sicherlich am meisten der Gesichtspunkt gewesen der sexuellen Abstinenz, der also der gewissermaßen das Antibild war, von dem man sich absetzen wollte. Am meisten wird das wohl in einem Ausspruch, der Mohammed auch zugeschrieben wird, der aber ganz sicherlich nicht auf ihn zurückgeht, festgehalten, der lautet La Rahbaniyya fil Islam. Im Islam gibt es kein Mönchtum. Ja? Und insofern, da sind gewisse Ähnlichkeiten mit der jüdischen Sexualethik. Also man sieht die Ehe als Normalzustand an und es gibt ganz viele Hadithe, also Aussagen, die auf den Propheten zurückgeführt werden, die in diese Richtung gehen, dass wenn man der Sunna, der Norm folgen möchte, die Mohammed begründet hat, dass man dann auch heiraten möge. Und das geht dann so weit, dass man auch die sexuelle Aktivität selbst als eine fromme Handlung betrachtet. Und dafür ist es nicht mal notwendig, dass dass die Sexualität ausgeübt wird, um Nachkommenschaft zu erzeugen. Es gibt einen schönen Hadith, den habe ich mir gerade noch mal rausgesucht, den kann ich mal vorlesen, denn der fasst das ganz schön. Ich muss ihn gerade noch mal suchen, da ist er. Und zwar wird er überliefert, in dem heißt es, also da wird der Begriff Sadaqa thematisiert. Und zwar, Sadaqa ist eigentlich eine Art Almosen, man kann aber auch sagen, ein frommes Werk. Und dieser Hadith, der wird also von einem Prophetengefährten überliefert, dass der Gottesgesandte gesagt habe, in jeder Gottespreisung liegt eine Sadaqa, also ein frommes Werk. Jedes Bezeugen von Gottes Größe ist eine Sadaqa. Jedes Dankeslob ist eine Sadaqa. Jede Bezeugung von Gottes Einzigkeit ist eine Sadaqa. Ein Gebieten des Rechten ist eine Sadaqa. Ein Verbieten des Unrechten ist eine Sadaqa. Und auch in eurem Beischlaf, Bada, liegt eine Sadaqa. Die Prophetengefährten fragten zurück, O Gesandter Gottes, wenn jemand von uns sein sexuelles Verlangen befriedigt, soll er dafür belohnt werden im Jenseits? Er antwortete, was meint ihr, wenn jemand sein sexuelles Verlangen auf Verbotenes verlegt, hat er damit nicht Sünde auf sich geladen? So ist es auch umgekehrt, wenn er es auf das Erlaubte verlegt, dann kommt ihm Belohnung zu. Das heißt, ehelicher Beischlaf wird belohnt, außerehelicher Geschlechtsverkehr, auf Arabisch Zina, ist eine der schlimmsten Sünden im Islam. Und das ist eigentlich eines der sehr konstitutiven Elemente der Sexualethik. Wenn man jetzt überlegt, ja, also auch in welcher Weise hat man sich denn gegenüber dem Judentum abgesetzt. Mohammed hat ja eine ganze Zeit lang in jüdischer Umgebung gelebt. Es wird sogar überliefert, dass er Talmud-Schulen besucht hat in Medina, dort, wo er eine ganze Zeit lang also sein islamisches Gemeinwesen aufgebaut hat. Und das hat sich natürlich ausgewirkt in einer Weise. Und zwar bestimmte Reinheitsvorschriften wurden übernommen. Beispielsweise die Einführung des Verbots Geschlechtsverkehrs während der Menstruation ist mit ziemlich großer Sicherheit auf diesen jüdischen Einfluss zurückzuführen. Aber bekanntlich gibt es auch einen solchen Prozess der Segregation, der Distanzierung vom Judentum. Und der hat schon in dieser medinischen Periode von Mohammed begonnen, also 622 bis 632 bis zu seinem Tod, ist dann aber nach seinem Tod gewissermaßen noch weitergegangen und der spiegelt sich sehr, sehr stark in der islamischen Tradition. Und da gibt es eine bestimmte Gedankenfigur,
die sehr schön mal herausgearbeitet worden ist von einem israelischen Wissenschaftler, C.F. Magen heißt der, der sagt, das Judentum ist im Grunde genommen so eine Art Schwarzfolie, auf der es Mohammed möglich ist und später den muslimischen Gelehrten die Vorstellung von dem Islam als Din al-Yusr zu entwickeln. Din al-Yusr heißt so viel wie die Religion der Leichtigkeit. Ja? Und das ist ein Gedanke, der tatsächlich schon im Koran auch auftaucht, nämlich, dass die Juden eigentlich bestraft worden sind mit einer besonders rigiden Sexualethik, weil sie selbst so verhärtet waren und deswegen sind sie bestraft worden und dürfen ganz viele Sachen nicht, die die Muslime dürfen. Und das macht man zum Beispiel fest, dann wiederum an dem Verbot an dieser Aussage zur Menstruation. Es wird nämlich gesagt, schaut euch das mal an, wie das bei den Juden ist. Die dürfen, also die haben ganz, ganz harte Vorschriften, da darf man sich den Frauen überhaupt nicht nähern, ja, während sie die Menstruation haben. Die machen das sogar so noch, dass jeder, der eine Frau berührt hat, die menstruiert, die wird unrein und dann darf man die Person, die die Frau berührt hat, auch nicht berühren und so weiter. Das pflanzt sich also über drei, vier, fünf Personen hinweg, diese Unreinheit. Bei uns ist das aber nicht so. Ja? Bei uns heißt es nur, ihr dürft eigentlich alles machen, nur keine Penetration. Ja? Und daran macht man das so ein bisschen fest. Und es gibt noch eine ganze Anzahl von anderen Vorschriften im Bereich der Sexualethik, wo dieser Gedanke von dem Islam als Religion der Leichtigkeit entwickelt wird. Das zu diesem sich Absetzen von Christentum und Judentum. Und da will ich noch einen kleinen Gedanken am Ende anfügen. Und zwar, da greife ich das aus dem Titel auf. Ein Stichwort, nämlich Tabuisierung. Die Frage ist, gibt es eigentlich so etwas wie Tabuisierung von Sexualität im Islam? Und ich würde sagen, ja, mit dem Eindringen der viktorianischen Sexualethik in die islamischen Gesellschaften. Vorher eigentlich nicht. Es gab eine Kultur des Sprechens über Sexualität, und zwar ganz besonders im Zusammenhang mit den Reinheitsregeln. Da hat man das ausgewalzt bis in die kleinsten Details, weil es gibt bestimmte Aussagen im Koran, zum Beispiel, dass man sich reinigen muss, wenn man eine Frau berührt hat. So, jetzt ist das eigentlich der Aufhänger in der islamischen Rechtstheorie oder in der islamischen Jurisprudenz, sich zu überlegen, ja, was könnte das denn genau heißen? Bedeutet das, wenn ich eine Frau berührt habe oder wo muss ich sie berührt haben, damit ich unrein werde? Muss ich eine Erektion gehabt haben oder muss ich keine? Reicht es, wenn ich von der Frau geträumt habe? Oder und so weiter. Das wird ausgewalzt noch und nöcher, auch sehr, sehr schön beleuchtet worden, mal von C.F. Magen in seinem Buch The Virtues of the Flesh, wo er zeigt, es gibt so einen Foucault'schen Volonté de Savoir, ja, also vielleicht kennen Sie das Buch von Michel Foucault über die Geschichte der Sexualität, der erste Band heißt Volonté de Savoir, der Wille zu wissen, man spricht einfach gerne über Sex, das sagt er, das stimmt gar nicht alles mit der Repression der Sexualität, sondern im Grunde genommen gibt es ab einem bestimmten Zeitpunkt im Westen diesen Willen zu wissen, und zwar dieser Wille zu wissen über die Sexualität ist eigentlich der Wille, auch Sexualität zu kontrollieren. Und diesen Willen, etwas zu wissen über Sexualität, den gibt es sicherlich auch im islamischen Bereich, aber er läuft unter einer anderen Überschrift, nämlich Versuch der Regelung von Reinheit, und dann werden selbst solche Sachen thematisieren wie der sogenannte Lusttropfen, ja, der nicht im Arabischen einen eigenen Namen hat, Madi. Wenn ein Mann oder eine Frau sexuell erregt sind, dann bildet sich ein Lusttropfen, das ist ein spezielles Sekret, und bei der Frau tritt eine Lubrikation ein. Und innerhalb des Fiqh wird das dann also sehr ausführlich behandelt, was passiert. Werde ich dann unrein oder werde ich nicht
unrein. Und dieses Konzept, also man hat diesen Lusttropfen, dafür gibt es auch einen eigenen Namen, Madhi. Ja, das heißt, es gibt eine Kultur des Sprechens über Sexualität, das wird sehr breit ausgewalzt. Und es gibt sogar einen Hadith, der davon berichtet, dass in der Zeit des Propheten eine Frau mal den Propheten gefragt haben soll, ja, wie ist das? Werde ich, wenn ich träume davon, mit einem Mann Sex zu haben, werde ich dann unrein? Muss ich mich dann reinigen oder muss ich mich dann nicht reinigen? Und dann ist eine andere Frau, eine Frau des Propheten hingekommen und hat gesagt, wie kannst du darüber sprechen? Du blamierst uns ja alle Frauen. Und dann soll Mohammed gesagt haben, wieso? Diese Frage ist völlig berechtigt. Es ist notwendig, dass sie sich informiert über dieses Detail. Und von daher ist es völlig legitim, über diese Dinge zu sprechen. Ja, das heißt, in der vormodernen islamischen Kultur, würde ich sagen, gibt es eigentlich keine Tabuisierung von Sexualität, sondern das ist eher ein Erbe der viktorianischen Sexualethik, die leider noch sehr, sehr stark nachlebt in der islamischen Welt. Vielen Dank. Also, in den Ausführungen von Professor Franke wurde ja eher auf den sunnitischen Islam hier fokussiert. Wie wäre es im schiitischen Islam? Also es ist im Grunde gar keine richtig große Unterschied, sehe ich, was gerade mit der Ausführung von Patrick, der auch Experte ist in diesem Bereich, und was auch Frau Talabadun hier schon gesagt hat, ich habe schon die Hälfte gesagt, das sagt der Islam genauso. Also das in moderner Debatte, dass die zum Beispiel Mutahhari als eine Figur, die auch sich mit dem Thema Frauen im Islam oder Sexualität im Islam sich beschäftigt hat, der meint auch, dass der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Also von Fitra spricht er. Und gerade weil er sexuelles Wesen ist, muss gestillt werden, seine Bedürfnisse. Und gerade der Prophet hat gerade daran gedacht, weil es eine Religion, die Realität ist, also realitätorientierte Religion ist, also hat er diese Bedürfnisse ernst genommen und gerade mit diesen Geschichten und daher auch zum Beispiel eine spezielle, nicht nur die Heirat, ja, für die sozusagen in schiitischem Fiqh, als für Tolid und Nasl, also der Nachwuchs und Kinderkriegen ist, dann führt man noch eine weitere Komponente, das ist von Istimta, also Genuss. Es gibt sozusagen in den Schiiten neben der normalen Ehe, also die Dauerehe, eine Side-Ehe. Die nennt man Genussehe im Grunde so. Also ich weiß nicht, ob Sie den Film geguckt haben, es ist ein Dokumentarfilm ist von Soudaweh Mortezai, heißt Bazar der Geschlechter. Bazar der Geschlechter. Ja, es geht nur um diese Genussehe, die heute in Iran praktiziert wird. Und es war auch, dass dieser riesige Streit, ob das, dass der Prophet zum Teil das verboten hätte. Ich weiß nicht, ob das der verboten hätte, in dem Sinne, weil schon damals seit dem Krieg und in dem viele Männer gefallen waren und viele Frauen zurückgeblieben sind, also waren viele Witwe und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, okay, man führt diese Ehe und diese Ehe sollte auch dem Frau zugutekommen, nicht nur wegen der Sexualität, ging es eigentlich auch um die soziale Absicherung. Ja, das war ein wichtiger Aspekt. In der Zeit von dem zweiten Kalifen wurde es wieder verboten. Und die Schiiten vor allem auch sehr starke Auseinandersetzungen mit dem zweiten Khalifa haben. Also ich würde sagen, das ist ja aus diesem Konzept heraus auch, dass sie stark auf diese Genussehe betont haben. Das auch so einen Teil der schiitischen Jurisprudenz geworden mit enormen Vorschriften, die eigentlich nicht großartig unterscheidet von den Dauerehe, nur in bestimmten Bereichen. Die Genussehe ist deswegen auch, weil der Mann eine stärkere sexuelle Bedürfnisse hat, sagt man. Und die Frau nicht so ist. So. Also deswegen muss diese Stärke der sexuellen Bedürfnisse gestillt werden. Aber es darf nicht unkontrolliert sein. Also die Genussehe ist sozusagen eine kontrollierte, eine legalisierte Prostitution, würde ich sagen. Nicht die Foraha. Die wollen das nicht sagen. Eine legalisierte, also auch wird heute in Iran, in der Sexualpolitik in Iran, praktiziert aus diesem Grund. Also heute zu sagen, heute
heutzutage wird sehr stark auch sogar zwischen Bruder und Geschwister, wenn sie in gewisse Alter gekommen sind, getrennt gehalten. So. Ja, also sehr streng. Diese Sexualpolitik in Iran führt zu einer Schizophrenie und Doppelmoral. Das, was schon bereits in Iran praktiziert, was nach außen gespielt wird, was nach innen gespielt wird. Also es gibt zum Beispiel eine große, enorme Pornosucht, das in Iran abläuft. Eine starke. Trotz Mutter, und zwar junge Leute, obwohl ja die Mutter wurde sie als Erleichterung, ja, für die, als Probe, das heißt kennenlernen, Frauen, Männer sollten kennenlernen, oder aber auch diejenige, die vielleicht ihnen in der Ehe gewisse Voraussetzungen nicht existiert, weil auch diese Mindestversorgung, mindestsexuelle Bedürfnisse sollte auch gestillt werden. Auch eine Frau hat das Recht, auch wird betont. Und sollte auch, daher sollte diese sexuelle Stärke kontrolliert werden. Aber trotzdem sehen wir, dass diese Sexualpolitik in Iran nicht wirklich gut funktioniert. Und Pornografie wird sehr, sehr starke Konsum in Iran geworden ist. Und gibt es jetzt, es geht nicht so einfach, dass man darüber forscht, weil man auch sehr viele empirische Forschungen machen muss und Leute fragen, die Leute sind nicht in der Lage zu sagen, ich mache das oder ich mache nicht das und so weiter. Aber es gibt solche Arbeiten und diese Diskussion geht auf das zurück. Durch die kontrollierte Sexualität wird die Persönlichkeit bewahrt. Also darum geht es. Also diese Reinheitsfrage und die Selbstkontrolle, dass man nicht, also im Gegensatz zu dem Westen, weil die Verwestlichung der westlichen Sexualität ist eine ausufernde oder unkontrollierte, dass jede mit jedem, der Motahari nennt, also Kollektivsexualität, also sozusagen eine Art, wie im Kommunismus, alle mit alle, jede mit jedem, sozusagen erlaubt ist. Und gerade in der Schia hat man gerade darauf geachtet, aber kontrolliert. Und genau diese Aspekte führt man zurück zu dem Vor- Islamische Republik Diskurs, wo Shariati, den Namen ist vielleicht für einen oder anderen bekannt, der hat ja auch die westliche Sexualpolitik kritisiert, indem dass die Frau so Objekt geworden wäre. Na? Und der Islam sozusagen gibt der Frau eine Würde und Personalität, Stärke. Und durch die islamische Sexualpolitik, wie er verstanden hat. Aber in der Islamischen Republik sehen wir, dass nicht das der Fall ist, dass dort durch diese starke, wie der Foucault das nennt, auch der Panoptikum, also diese starke Beobachtung und Kontrolle, die stattfindet. Ich meine, Foucault hat ja positiv über die islamische Sexualität gesprochen, wäre in die viktorianische Ehre, war ja nicht so. Also in dem der war ja eine strenge Tabuisierung der Sexualität. Also wenn man den Film zum Beispiel Das Piano gesehen hat, ne, wo die Finger wurde geschnitten, genau das ist ja im Grunde. Foucault dann natürlich kritisierte später die Islamische Republik, dass das so ein Panoptikum geworden ist. Und am Schluss denke ich vielleicht auch für die Diskussion, vielleicht nicht schlecht, dass ich es als etwas von Lieve Strauss, vielleicht dann persönlich, Lieve Strauss, was er in seinem Buch Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, was er sagt, darin wurde den Frauen der Status eines knappen Gutes, somit wichtigen Tauschmittels zugestanden. Und Frauen wird nach Lieve Strauss Verständnis knappe Gebrauchgüter, die es in sinnvolle Weise, also zweckgerichtet, selbstverständlicherweise zu tauschen gilt. Warum Frauen knappe Güter sein sollen, da doch zumindest die Hälfte aller Erdenbürger weibliche Geschlechts sind, sagt Marc de Lieve Strauss, sagte dem eingefleischten Trieb zur Polygamie. Also das ist die männliche Polygamie. Und daher wird nicht so genug sein. Ja, in diesem Sinne gebe ich das Wort weiter. Das ja. Da ist der Religionspädagoge jetzt dran. Ja, der Religionspädagoge, der ist vielleicht ein bisschen weniger interessiert an der Traditionsentwicklung in früheren Zeiten, sondern eher an der Frage, wie kann denn heute
eine christliche Sexualethik aussehen, die Impulse in unsere heutige Gesellschaft hineingeben kann? Und wenn ich diese Frage jetzt für mich versuche zu beantworten, dann nehme ich mir dabei natürlich auch die Freiheit zu bekennen, dass ich ein evangelischer Religionspädagoge und Theologe bin. Denn ich denke, Sie wissen alle, dass es da natürlich noch Unterschiede gibt, auch zwischen den Konfessionen und selbst innerhalb der Konfession natürlich unterschiedliche Positionen. Zumal wir Evangelischen ja auch kein verbindliches Lehramt haben. Also insofern sind wir vielleicht so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie jetzt gerade das Judentum, wo ja immer der Streit und die Diskussion auch vorherrscht. Also ich versuche jedenfalls, meine eher etwas subjektiven Perspektiven hier einzubringen, die sich aber trotzdem einem gewissen Konsens innerhalb der evangelischen Theologie und vor allem der evangelischen Ethik verdanken. Ich versuche das mal so ein bisschen anders vielleicht als meine Vorredner, aber ich versuche so ein paar Thesen zu entwickeln, die ich Ihnen vortragen möchte. Es sind 7 geworden. Das ist die Zahl der biblischen Vollkommenheit. Ich erhebe aber trotzdem keinen Anspruch auf diese Vollkommenheit. These 1, und da versuche ich jetzt mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Du hast ja vorhin erzählt, dieses Symposium hat ja 2 Schwerpunkte. Einmal Konzept Person, einmal Konzept Sexualität. Ich versuche mal eine Brücke zu schlagen zur Personenthematik. These 1, Sexualität gehört nach christlichem Verständnis zur ganzheitlichen, von Gott geschaffenen Personalität des Menschen. Nach christlicher Sicht ist der Mensch, jeder Mensch, von Anfang an in einem theologisch gehaltvollen Sinn Person, weil Gott ihn als Beziehungsgegenüber, als traditionell in christlicher Theologie Ebenbild, Sie haben vorhin einen anderen Begriff gehört, als Schattenriss Gottes geschaffen wurde. Man kann dann auch von der personalen Würde eines jeden Menschen sprechen, die deshalb unbedingt ist, weil sie aus der Beziehung zu Gott kommt. Das hat unter anderem Martin Luther pointiert zum Ausdruck gebracht. Zitat, ich bin würdig gewesen, dass mich Gott, mein Schöpfer, aus nichts geschaffen und in meiner Mutterleib gebildet hat. Oder mit der katholischen Sozialethikerin und Systematikerin Elke Mack gesprochen, Zitat, die Würde ist ein Existenzial des Menschen und macht ihn immer schon und zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz zur Person. These 2, alle Entwicklung und Persönlichkeitsbildung, und da gehört natürlich auch die Sexualität mit dazu, des Menschen, ist in seinem vorgängigen, unbedingten Personensein begründet und soll der Entfaltung seiner personalen Würde dienen. Also, pointiert könnte man sagen, dass sich das heutige Verständnis von Personalität aus christlicher Sicht gerade gegen Auffassungen wendet, wie sie zum Beispiel Boetius in der Spätantike noch vertreten hat oder wie sie manche neuzeitliche Aufklärungs- oder Bildungstheorien vertreten haben, nämlich dass der Mensch erst durch Bildung und durch Vernunftentwicklung zur Person im vollen Sinne wird. Vielmehr kann mit dem evangelischen Theologen Peter Biel formuliert werden, Person ist der Mensch immer schon, unbedingt. Subjekt oder man könnte vielleicht auch sagen Persönlichkeit, also im Sinne einer selbstverantworteten Persönlichkeit, die muss er werden. Und zwar eben so eine Persönlichkeit, die seinem Personsein entspricht. Von daher sagt Peter Biel, Bildung ist also ein Folgephänomen des Personenseins. Sie ist begründet durch die personale Würde des Menschen und findet in ihr aber auch ihre obersten Kriterien. Nebenbei bemerkt, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass im Zentrum aller öffentlichen Bildung und auch unserer Schulen in Deutschland eigentlich viel stärker noch die Menschenrechte und der hinter ihnen stehende Grundwert der Menschenwürde Berücksichtigung finden sollte. These 3, auch das Recht auf die freie Entfaltung und Entwicklung menschlicher Sexualität ist in der personalen Würde des Menschen begründet und findet darin ihre obersten Kriterien. Also von daher könnte man sagen, aus christlicher Sicht, Sexualität ist Schöpfungsgabe und zugleich ihre Kultivierung als Aufgabe zu verstehen. Ich denke, das vereint uns auch mit der islamischen und mit der jüdischen Sicht, die das ähnlich sehen.
Also zunächst geht es wohl darum, die Sexualität als Dimension des Menschseins positiv zu würdigen, allerdings auch ihre Ambivalenzen und damit die Gefahr problematischer Ausprägungen oder ihres Missbrauchs dabei nicht zu verleugnen. Deswegen ist ja eben eine Kultivierung oder eine Kanalisierung von Sexualität nötig, die sich eben an der personalen Würde des Menschen orientiert, also die eigene personale Würde und die Würde anderer Menschen nicht beeinträchtigt, sondern anerkennt und versucht, sie zu fördern. These 4. Die biblisch-christliche Tradition gibt Anhaltspunkte für einen solchen würdegemäßen Umgang mit Sexualität, wie auf der Basis einer theologischen Hermeneutik im Gespräch mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen erschlossen werden können. Und das ist jetzt so ein Kernpunkt, ja, wo es also sicher unterschiedliche Auffassungen gibt, aber wo man sagen kann, dass der aktuelle Mainstream der katholischen und der evangelischen Theologie sich da jedenfalls einig sind, dass man mit der Heiligen Schrift nur so umgehen kann, dass man sie einerseits historisch kritisch analysiert und fragt nach dem zeitbedingten und nach dem überzeitlich gültigen, dass man fragt nach bestimmten Gewichtungen der Texte der Heiligen Schrift, also das, was Martin Luther die Mitte der Schrift genannt hat. Er hat davon gesprochen, die Mitte der Schrift ist das, was Christum treibet, also nicht, was der Christus getrieben hat, sondern was die Botschaft, die zentrale Botschaft Jesu Christi war. Und dann kommt aber eben auch dazu, dass sich heutige christliche Theologie, christliches Verständnis von Bibel als normativer Schrift auch auseinandersetzt mit heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis und mit dem aktuellen Diskussionsstand. Also in Bezug auf Sexualität ein ganz konkretes Beispiel. Wissenschaftliche Erkenntnis sagt uns heute, dass Homosexualität eine Neigung im Menschen ist, die in irgendeiner Weise entweder angeboren oder im frühen Kindesalter irgendwie zugewachsen ist. Das heißt, also es ist nicht einfach, wie wohl die Menschen zur Zeit des Alten und Neuen Testaments noch gemeint haben, nur eine Handlungsweise, für die man sich entscheiden kann oder auch gegen die man sich entscheiden kann. Also diese wissenschaftliche Erkenntnis muss für heutige theologische Ethik mit einbezogen werden. Und aktueller Diskussionsstand meint eben auch, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden und auch in einer Weltgesellschaft befinden, in der bestimmte Normen sich auch durchaus zu Recht durchgesetzt haben. Also kann man zum Beispiel eben wieder an die Normen der Menschenrechte denken, an den Menschenrechtsdiskurs. Und ich denke, wir können schon sagen, ja, dass wir als die großen Kirchen und auch die christlichen Theologien nun tatsächlich zurückschauen können und sagen können, dass wir viel positive Impulse aus dem Menschenrechtsdiskurs bekommen haben, dass wir aber erst auch lernen mussten, die Menschenrechte als säkulare Normen zu akzeptieren und uns von ihnen auch Anregungen geben zu lassen, um auch innerhalb des Christentums und innerhalb der Kirchen zu mehr Humanität, zu mehr Menschlichkeit zu finden. Wenn man das nochmal versucht, theologisch so auf den Punkt zu bringen, ja, wo kriegen wir unsere Normen her für das, wie wir Sexualität verstehen, dann wird man heute sagen, aufgrund von so einer reflektierten Hermeneutik, wir kriegen sie eben nicht nur aus der Bibel, sondern wir kriegen sie auch aus der Auseinandersetzung mit heutiger Wissenschaft, mit heutigen Erkenntnissen, mit heutigen Diskursen, weil wir davon ausgehen, so pointiert in einer Schrift, die ich Ihnen nachher noch ein bisschen vorstellen möchte, dass auch im sogenannten Zeitgeist der Geist Gottes auch am Wirken sein kann. Und in der Auseinandersetzung gerade mit den Menschenrechten, ich habe es gerade angesprochen, ne, da haben wir vielleicht auch ja ein Stück weit diese Erfahrung gemacht, dass der Geist Gottes auch in solchen säkularen Diskursen gewirkt hat und zurückwirken kann, dann auch auf den Diskurs innerhalb der Kirchen und innerhalb der Theologie. These 5, zentrale Kriterien eines würdegemäßen Umgangs mit Sexualität
ergeben sich aus biblisch-christlicher Sicht in erster Linie eben nicht unbedingt aus den Texten, wo es explizit um Sexualität geht, sondern eher aus dem Agape-Kriterium, also aus dem Gebot der Nächstenliebe, aus dem Gebot, das sich auch auf die Gottesliebe als Kriterium und als Voraussetzung bezieht. Und solche Kriterien eines würdengemäßen Umgangs mit Sexualität lassen sich charakterisieren als Freiwilligkeit, Achtung von Andersheit, Beziehungsbezogenheit, Partnerschaftlichkeit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung sowie Lebensförderlichkeit und Förderung von Lebenszufriedenheit. These 6, ein würdegemäßer Umgang mit Sexualität beinhaltet aus heutiger christlicher Sicht auch die Möglichkeit der Wertschätzung von körperlicher Lust und sexueller Erregung als Quellen von Lebensenergie und Lebensfreude. Und ich denke, hier hat christliche Sexualethik tatsächlich einigen Nachholbedarf angesichts der eigenen stark leib- und sexualfeindlichen Tradition. Solche veränderten Perspektiven sind natürlich auch möglich geworden, wieder durch aktuelle Entwicklungen, nämlich zum Beispiel, dass die Entkopplung von Sex und Fortpflanzung auch durch zunehmende Aufklärung, aber auch durch zunehmende Verhütungsmöglichkeiten mehr in die Breite gegangen ist und mehr möglich geworden ist. These 7, evangelische Sozialethik bewegt sich in der dialektischen Spannung zwischen unverschämter, offener Aufklärung mit dem Ziel der Förderung von Selbstbestimmungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit und Sprachfähigkeit einerseits und dem Schutz von Intimität vor Beschämung. Und ich denke, es liegt auf der Hand, dass ethische Orientierung in diesem Spannungsfeld vor allem nötig ist, angesichts der Veränderungen der Grenzen zwischen und der Verschiebung der Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit in den digitalen Medien. Also da haben Sie besonders diese Fragen, ja, wie man da mit Nacktheit, mit Erotik umgeht, die ja nun übers Internet bereits auch kleineren, jüngeren Kindern zur Verfügung steht. Also da gibt es ja momentan ganz wichtige und auch heftige Diskussionen drüber. Also es geht nicht um Tabuisierung, aber es geht um einen gewissen Intimitätsschutz und es geht natürlich dabei auch um Kinder- und Jugendschutz. Und es geht vielleicht eben auch um eine Kultur des Sprechens über Sexualität, wie sie offensichtlich der Islam schon viele Jahrhunderte hat und wo wir aus christlicher Sicht, glaube ich, eher sagen können, dass wir eine Kultur des Schweigens über Sexualität über Jahrhunderte hinweg kultiviert haben und da jetzt zu neuen Ufern wieder aufbrechen sollten und müssen. Ich schließe mit einem Zitat, das ich diesem Buch hier entnehme, Unverschämt schön, von meinem Kollegen Peter Dabrock, der hier der Systematiker und Ethiker an der Universität ist und der dieses Buch geschrieben hat mit einer Gruppe von weiteren Theologen, aber auch anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das Buch ist zugleich ein Dokument auch der Uneinheitlichkeit der evangelischen Perspektiven auf Sexualethik. Denn so gut ich es finde und so wichtige Orientierung es gibt, es war ursprünglich mal gedacht, dass diese Gruppe ein Statement für eine offizielle Verlautbarung der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, erstellen sollte. Das, was sie aber erarbeitet haben, hat im Rat der EKD keine Mehrheit gefunden. Ja, und deswegen haben sie das dann als Buch veröffentlicht. Also das bloß nochmal zur Illustration, dass es eben auch innerhalb der evangelischen Kirche da nach wie vor verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen gibt und dass da auch durchaus eine gewisse Umstrittenheit und manchmal auch Zerstrittenheit da ist. Aber
schönes Zitat, und ich kann gern dann später auch vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, in welche Richtung das Buch rotiert. Zitat: Aus christlicher Sicht gründet jede verantwortlich gelebte Sexualität letztlich in der Liebe Gottes zum Menschen, zu der auch das Geschenk der Sexualität gehört. Diese Liebe wird zum Maßstab für den Umgang mit Unverschämtem, für das Genießen des Schönen. An dieser Liebe dürfen sich das Menschsein und damit auch das sexuelle Erleben und Gestalten auf- und ausrichten. Ja, also Susanne, bitte. Damit die Runde abgerundet werden kann. Naja, ich bin nicht böse, nicht zu reden, weil das Judentum ist keine Weltreligion. Wenn man es rein zahlenmäßig vergleicht mit Islam und Christentum, dann schweigen wir. Ich habe vorhin eigentlich nicht über Persönlichkeit geredet, und das Judentum hat was Interessantes zu sagen zum Thema Mensch als Person, und das würde ich ganz schnell noch hinten ranschieben. Ein wunderbares Textchen ist Psalm 8, weil Psalm 8 aufreißt, also was das Problem ist. Das fängt ja mit an, also wer ist der Mensch, dass du sein gedenkest, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst, für die lieben Christen in der lutherischen Übersetzung zitiert. Und der nächste Vers ist, du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim. Und die jüdische Tradition macht daraus ein Bild, dass sie sagt, der Mensch ist aufgespannt zwischen Himmel und Erde. Der Mensch ist aufgespannt zwischen Himmel und Erde. Und da gibt es wiederum ein schönes Zitat dazu. Da heißt es, der Ewige formte den Menschen zwei Formungen, eine Formung von unten und eine Formung von oben. Rabbi Jehoshua bar Nechemja im Namen von Rabbi Hanina bar Yitzchak sagte, er schuf den Menschen mit vier Eigenschaften von den höheren und mit vier Eigenschaften von den unteren. Er isst und trinkt wie das Vieh, er wächst und vermehrt sich wie das Vieh, er produziert Dunghäufchen wie das Vieh und er stirbt wie das Vieh. Von den oberen, er steht aufrecht wie die Dienstengel, er spricht und versteht und sieht wie die Dienstengel. Aber das Vieh sieht es etwa nicht? Erstaunlich. Vielmehr, es sieht von der Seite. Also die Tieraugen sind die Menschenaugen. Stimmt nicht immer, aber so hier der Midrasch. Also nach jüdischer Auffassung ist der Mensch perfektibel. Also kann sich verbessern. Das ist doch eine gute Sache. Ja. Ja? Jeder Mensch kommt auf die Welt mit einem guten und einem bösen Trieb, sagt die Tradition. Inclination auf Englisch ist vielleicht besser, also die Neigung. Ja? Und der Trieb des Guten ist klar, was das ist, aber der Trieb des Bösen ist nicht das Böse, was man vielleicht denken könnte, sondern ist die Unzufriedenheit. Also jeder Mensch kommt mit einer in sich vorhandenen Unzufriedenheit auf die Welt. Gibt es wieder ein schönes Zitat, und damit will ich aufhören. Und siehe, es war sehr gut, sagt der Ewige nach Abschluss der Schöpfung. Und siehe, es war sehr gut. Das ist der böse Trieb. Wie? Ist denn der böse Trieb sehr gut? Verstehe dies so. Gäbe es keinen bösen Trieb, würde kein Mensch ein Haus bauen, es würde niemand ein Weib nehmen und keine Kinder zeugen. Und so spricht auch Salomo, und ich sah, dass alles Mühen und alles Gelingen nur Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Ende der Durchsage. Sehr schön. Also in diesem Sinne, Menschen sind geneigt oder Menschen neigen zur Perfektion, nicht wahr? Und so auch unser Projekt. Und in diesem Sinne treffen wir uns immer wieder und diskutieren Schlüsselbegriffe in den drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Diese Podiumsdiskussion ist eine Veranstaltung in der Reihe, in der Hoffnung, dass wir uns im September wiedersehen. Oder Sie kommen mit nach Eichstätt, wo die kommende Tagung im Juni stattfindet. Alle Informationen auf der Webseite des Projekts. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, bei Ihnen auch dafür, dass Sie gekommen sind. Und
uns so lange ertragen haben. Ihnen einen schönen Abend.